Ja, guten Morgen oder Mahlzeit, je nachdem. Hallo, grüß Gott, Servus, herzlich willkommen zu unserem Live-Webcast zum Thema MDM, Mobile Device Management. Natürlich wieder von unserem Premium-Applikationsentwickler und Partner Manage Engine. Mein Name ist Alexander Scharf, für den Fall, dass Sie uns oder mich nicht kennen, von der Nestec IT Solutions in Oberösterreich, in St. Florian bei Linz. Da Sie aber die Einladung erhalten und dem Folge geleistet haben, denke ich, dass wir als Nestec und auch der Hersteller Manage Engine hier sehr wohl geläufig sind. Jedenfalls geht es in den nächsten paar Minuten, Viertelstunde, eine trockene Theorie sozusagen, ein bisschen eine Übersicht über die Manage Engine, über Nestec, über das Thema an und für sich Endpoint Management, um dann live in die Applikation zu schalten. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie selbst ein Trial eröffnen können, eine Demo benutzen können und die ersten Devices ausrollen und das Ganze verproben können. Im Fragen- und Antwortenbereich und im Chatbereich können Sie gern Ihre Themen, die Sie noch wissen möchten, hinterlassen. Wir werden die dann entsprechend ad hoc beantworten oder im Nachgang. Das Webinar wird außerdem aufgezeichnet und es würde mich freuen, ich würde Sie auch ersuchen, das allenfalls irgendwelchen interessierten Kollegen entsprechend weiterzureichen oder zu empfehlen. Im Nachgang an den Webcast erhalten Sie dazu an und für sich einen entsprechenden Link, beziehungsweise können Sie sich über den Einladungslink jederzeit dann auch die Aufzeichnung erneut ansehen. Außerdem werden wir das Video voraussichtlich auf unseren YouTube-Channel einstellen, youtube.com/nestecog. In diesem Sinne legen wir los mit dem Manage Engine Mobile Device Management und hier noch gleich eine kleine Einführung oder Erklärung zum Hersteller, zum Entwickler selbst. Manage Engine ist ein relativ großes Unternehmen, international tätig, hat viele tausend Mitarbeiter, ist ein Teil oder eine Tochter der Zoho-Gruppe. Die Zoho-Gruppe wird der eine oder andere oder die meisten jedenfalls ohne dies kennen. Die Manage Engine macht hier in dieser Zoho-Familie in erster Linie Management-Lösungen für IT-Administration, für Netzwerkadministration und Tools, Werkzeuge. Es gibt weit über 90 Produkte im Portfolio, was sich allerdings relativ einfach dahingehend erklären lässt, weil die einzelnen Schwerpunkte immer mit Funktionen und einzelnen Lösungen bedient werden, zum Beispiel eine Browser-Security oder ein USB-Kontroll-Tool, welches sich als Zusatzmodul oder als Feature in anderen Produkten dann wiederfindet. Die Themen selbst sind entsprechend sortiert nach Obergruppen. Wir haben hier zum einen das Identity und Access Management. Also da geht es um Active Directory, M365 und Co. Multifaktor-Authentifizierung, Single Sign-On, Passwortmanagement und dergleichen. Sehr beliebt sind hier der AD Manager und das AD Audit. Zu diesem Themenbereich hatten wir vor wenigen Wochen bereits einen Live-Webcast veröffentlicht und abgehalten. Den finden Sie als Aufzeichnung auch an den entsprechenden Stellen auf unserer Webseite beziehungsweise in unserem YT-Kanal. Der zweite Standpunkt oder der zweite Themenbereich ist das sogenannte Enterprise Service Management, ESM. Das ist quasi IT-Helpdesk, aber weit darüber hinaus, nicht nur IT, sondern alle anderen Unternehmensdienstleistungen, die innerhalb des Unternehmens erbracht werden
Und es gibt in diesem ESM auch eine Plattform, die aber auf dem Service Desk basiert. Das ist Support Center. Das ist dann quasi der Counterpart, also für die Dienstleistungen, die ich als Unternehmen nach außen hin bringe. Enterprise Service Management ist ein vollumfängliches, sehr leistungsstarkes Tool, wird auch in den Kundenkreis, den wir in Österreich mit Manage Engine bedienen, sozusagen auch sehr, sehr gerne eingesetzt und genutzt. Unser heutiges Thema ist aus dem Bereich Unified Endpoint Management und Security. Hier haben wir natürlich den Endpoint. Da zählen neben Workstations, Notebooks und so weiter natürlich auch mobile Devices zum Umfang. Zu diesem Thema werden wir uns heute entsprechend beschäftigen. Wir haben den Mobile Device Manager Plus, der wiederum auch Bestandteil, Modul von Endpoint Central sein kann. Das Endpoint Central ist halt die Unified Endpoint Lösung, wo alle Funktionalitäten und Module drinnen sind, von Mobile Device Management angefangen über den Patch Manager, OS Deployment, Browser Security, Device Control, sozusagen als zentrales Herzstück dieses Themas. Ein weiterer Schwerpunkt ist IT Operations. Hier haben wir zum Beispiel den OpManager. OpManager mache ich Netzwerk Monitoring, Server Monitoring, Application Monitoring, Performance Analyse von Netzwerken, von Netzwerkkomponenten, Services und zum Beispiel auch das Management von Firmwares, Updates und Konfigurationen von Netzwerkdevices wie WLAN, Router, Switches und so weiter. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema in dieser Richtung. Ist natürlich sehr technisch orientiert im Segment IT Operations. Hier gibt es zum Beispiel den OpManager, OpManager Plus, Firewall Configurator und andere Lösungen. Security Information and Event Management, also SIEM sozusagen. Ja. Hier haben wir die ganzen Event Log Analyse Produkte drinnen, Security Audit Produkte, Threat Detection, Urheber Unified Endpoint Behavior Analyse, wo man eben im Security-Bereich entsprechend viel analysieren, steuern, monitoren, überwachen kann, ist meistens sehr, sehr wichtig für Unternehmen, die Compliance-Regeln, Compliance-Vorgaben erfüllen müssen. Nicht nur ISO jetzt, sondern zum Beispiel auch andere Compliance-Vorgaben wie HIPAA oder irgendwelche Bankenregulatorien und so weiter. Nebenbei gibt es dann noch die Advanced IT Analytics, das sind Werkzeuge und Tools, wo ich eben über Big Data Analyse und andere Werkzeuge arbeiten kann. Diese Produkte arbeiten auch nahtlos mit allen anderen von Manage Engine zusammen, wie das dort allerdings ohne dies recht üblich ist, und können sich zum Beispiel diese Reports und Logfiles aus den einzelnen Manage Engine Produkten saugen, zusammenfließen lassen zu einem unternehmensweiten Reporting Center. Es gibt ein bisschen Development Tools im Low-Code-Bereich, wo ich eben so Workflow-Prozesse definieren kann, jetzt nicht unbedingt für die IT, auch natürlich. Das ist in den Low-Code-Application-Development-Bereichen drinnen. Und viele der Produkte, nicht alle, aber die einige davon, an und für sich, je nachdem, ob es Sinn macht oder nicht, finden sich sowohl als On-Premise-Version, so wie wir das hier jetzt sehen, aber auch als Cloud-Variante, gehostet in Europa vom Hersteller, vom Anbieter direkt. Das findet sich dann nochmal zusammengefasst in den Cloud Solutions für Enterprise IT, wo wir eben zum Beispiel auch einen Mobile Device Manager Cloud finden, den wir heute auch für unsere Präsentation benutzen werden. Und wir haben noch eine weitere Subspezifikation, das ist nämlich das IT-Management für MSPs, also für Managed Service Provider, Managed Solution Provider, Managed Security Provider. Dieses Kürzel kann für alle drei Themen stehen. Hier gibt es dann aus dem Manage Engine Portfolio, wie zum Beispiel Endpoint Central oder Mobile Device Manager, noch eine Spezial Edition, eine Spezialvariante, die eben
für Managed Service Provider ausgerichtet ist. Das heißt, hier kann ich in einer Applikation mehrere Kunden anlegen, die dann im Großen und Ganzen in sich geschlossene Instanzen darstellen, kann es dann auch an den Kunden als Service anbieten, sprich ich möchte Mobile Device Management für mehr als einen Kunden haben, dann kann ich mir die MSP Solution hosten. Manchmal gibt es auch als Cloud-Variante, je nach Produkt, und lege mir dort einen sogenannten Kundentenant an und mehrere Kundentenants an, und die einzelnen Kunden bekommen dann jeweils nur auf sich selbst, auf seine eigene Instanz, entsprechende Einblicke und Zugriffsmöglichkeiten. Und als MSP, als Techniker des MSPs, habe ich natürlich alle Kunden in der Oberfläche und kann hier Vollpflege machen oder unterstützend eingreifen. Und der Schwerpunkt ist, wie gesagt, Endpoint Management. Im Endpoint Management Bereich habe ich schon etwas vorausgegriffen gehabt, haben wir verschiedenste Lösungen, die klein strukturiert sozusagen aufgebaut sind. Da gibt es zum Beispiel einen US-Deployer, mit welchem ich zum Beispiel neue Notebooks, neue PCs automatisiert, Betriebssysteme, User-Profile und so weiter ausrollen kann, die Applikationen vorkonfigurieren kann. Dieser OS-Deployer ist aber unter anderem dann auch im Endpoint Central wiederum als Modul ein Bestandteil. Selbes gilt zum Beispiel auch für Patch Manager Plus. Patch Connect ist annähernd das gleiche wie Patch Manager Plus, jedoch für eine bestehende Microsoft SCCM-Umgebung. Das ist sozusagen nur ein Plugin für dieses. Es gibt dann auch noch ein zentrales Produkt neben Endpoint Central, das heißt RMM Central. Das ist in erster Linie für MSP gedacht. Hier ist es so, das ist eigentlich nur eine Kombination zwischen Endpoint Central MSP und dem OpManager MSP. Also der OpManager, der mir die Netzwerkkomponenten monitort und konfiguriert, und Endpoint Central, der mir die Endpoints mit End-User-Betriebssystemen unter Kontrolle behält. Wir sprechen heute aber natürlich vom Mobile Device Manager. Mobile Device Manager Plus gibt hier entsprechend in allen möglichen Ausprägungen, also sprich On-Premise, kann ich es installieren. Ich kann das Cloud-Service buchen und es gibt auch eine MSP-Variante davon. Die Mobile Device Manager gibt es dann noch in verschiedenen Ausprägungen, also Standard, Professional, Enterprise und so weiter, wie die meisten Produkte, wo ich mir dann eben mein Feature-Set nochmals individuell ein klein wenig justieren kann als solches. Je mehr Features das drin sind, umso höher ist natürlich der Level dann nachher, Enterprise oder Premium, so in der Richtung. Dann habe ich das meiste Funktionsset mit drin. Wir haben dann in diesem Endpoint-Management-Bereich auch noch ein Subthema, das Endpoint Security. Hier haben wir den Vulnerability Manager. Der wiederum ist eine Kombination aus Patch Management, Device Control, Application Control, Browser Security. Also so ein Zwischenschritt vor dem Endpoint Central sozusagen. Ich kann diese Module aber auch immer als einzelne Lösung buchen. Vielleicht sogar später dann upgraden auf eine nächsthöhere Variante. Und die Bedienung bleibt im Prinzip gleich. Man kennt sich immer sofort aus. Alles funktioniert bei Manage Engine mit einem roten Faden sozusagen. Alle Manage Engine Produkte sprechen auch untereinander. Das heißt, wenn ich einen Endpoint Central habe, der kann mit Service Desk Daten austauschen. Ich kann hier zum Beispiel in einem Service das Ticket das entsprechend so konfigurieren, wenn ich den Endpoint Central oder AD Manager mit benutze, dann kann ich direkt aus dem Ticket heraus dann Aufgaben für diese anderen Lösungen auslösen, ohne direkt in diese Lösung wechseln zu müssen. Jetzt konkret zu Mobile Device Management von Manage Engine. Hier haben wir ein klassisches MDM in einer Browseroberfläche. Alle Manage Engine Produkte werden als Setup, wenn ich on-premise arbeite,
ausgeliefert, wo alle Komponenten, die ich zum Betrieb der Lösung brauche, schon mit dabei sind. Das bedeutet, ich habe einen Webservice, der wird mit installiert bei der Demo-Ausrollung. Ich habe die entsprechenden SQL-Datenbanken, die mit installiert werden. Das heißt, man startet diesen Setup-Prozess und dann läuft der Service in 99,8% der Fälle. Das Einzige, was Sie eventuell mitbringen müssen, ist noch ein E-Mail-Service, also SMTP und eine entsprechende Infrastruktur. Beim Mobile Device Management ist es so, dass dann als Endpoint mehr oder weniger alle gängigen Betriebssysteme, die heutzutage anzutreffen sind, unterstützt werden. Das beginnt bei Apple Devices, über Android, auch Windows Devices, und hier sprechen wir nicht mehr zwangsweise von diesen ja schon immer wirklichen Windows Phones, sondern wir sprechen eher von der Surface-Familie. Sie werden aber auch Chrome OS unterstützt, also in Form von Chromebooks und so weiter. Bei Apple ist interessanterweise zum Beispiel auch Apple TV mit dabei. Das wird man in der Regel im Unternehmen eher nicht brauchen, wird aber natürlich unterstützt, weil es eben auf derselben API von Apple basiert. Was ist alles drinnen im Mobile Device Management? Natürlich das Device Management an und für sich. Application Manager, der schaut dann ungefähr so aus, dass ich halt auf den mobilen Geräten definieren kann, ob der Anwender in den Google Play Store darf oder nicht darf. Und ich kann hier auch eine alternative Download-Möglichkeit, einen alternativen Shop sozusagen anbieten, wo ich dann meine Applikationen, die ich gerne oder die ich maximal erlaube, auf meinen Unternehmensdevices bereitstellen kann. Es gibt im Security-Bereich einiges, Zertifikate ausrollen und vieles mehr. E-Mail-Management, hier kann man mit Parametern arbeiten, um zum Beispiel User-Profile vorzukonfigurieren, wenn ein neues Device ausgerollt wird, dass der Anwender dann nicht manuell seine E-Mail-Adresse, sein Passwort und so weiter eingeben muss, sondern das wird dann automatisch provisioniert. Wir haben auch Content-Management, sprich insbesondere dann, wenn ich Bring-Your-Own-Device habe und so weiter, möchte ich eventuell nicht, dass diese mehr oder weniger auch privat genutzten oder vielleicht sogar überwiegend privat genutzten Devices dann großartig VPN-Verbindungen in mein Netzwerk machen und so weiter. Hier kann ich dann über das Content Management zum Beispiel Inhalte, unternehmensrelevant sind, auf solche Devices bereitstellen. Sei es aktuelle Preislisten, sei es aktuelle Funktionalitäten, Möglichkeiten, Dokumentationen, die ich im Content Management bereitstelle. Und es gibt dann diese Containerization. Die Containerization bedeutet eben auch insbesondere für Bring-Your-Own-Device-Darstellung, dass ich einen privaten Teil und einen Company-Teil in dem Mobil-Device komplett voneinander trennen kann. Das heißt, das Unternehmens-Mobil-Funktionalitäten sind in einem in sich geschlossenen Container und es können hier auch mit dem privaten Teil des Mobilfunkgerätes dann sozusagen auch keine Daten ausgetauscht werden in dem Sinn. Das heißt, ich könnte mir ein Outlook und das zugehörige E-Mail-Konto und die Anmeldung an die Domäne in einen Business-Container geben und der Anwender hat dann nicht die Möglichkeit, Firmen-E-Mails dann auf der privaten Ebene in seinem Gmail oder was auch immer er dann benutzt, weiter zu verwenden. Ist natürlich immer ein Security-Aspekt, insbesondere dann, wenn ich eben so Privat-Devices, wo ich jetzt nicht wirklich die Kontrolle drüber habe, auch rechtlich natürlich nicht darf, wo ich dann eben sagen muss, okay, das ist natürlich ein Sicherheitsaspekt, diese Devices jetzt großartig ins Internetnetzwerk reinzulassen. Jedenfalls ist es so, dass wir hier entsprechend verschiedenste Features haben. Die meisten Features sind in der Standard-MDM-Plattform mit enthalten, aber Funktionalitäten gibt es halt dann in den höheren Varianten. Kommen wir dann auch noch ganz kurz drauf zu sprechen. Was ich vorab entsprechend noch kommunizieren muss und möchte, ist, dass
jegliche MDM-Plattformen, die es am Markt so gibt, das sind ja nicht wenige sozusagen, die können alle, ich sage immer, nur mit demselben Wasser kochen. Ja. Wir haben ein Apple, wir haben ein Android, wir haben ein Windows und immer muss dieses Mobile Device Management über die von den jeweiligen OS-Anbietern bereitgestellten APIs kommunizieren und Dinge tun. Selbst wenn ich jetzt einen Client, einen Agent drauf habe auf dem Device, so wie es auch hier bei der Managed Engine der Fall ist, ja, dürfen diese Devices dann natürlich nicht alles auf diesem Gerät, also dürfen diese Agents nicht alles auf diesem Gerät dann machen. Insbesondere bei Apple wissen wir alle, dass die sehr viel Wert legen darauf, dass man nicht alles remote konfigurieren kann. Und in den APIs sind natürlich auch entsprechend die Funktionen teilweise einfach nicht vorhanden, oder nur in einem gewissen Funktionsumfang verfügbar. Das bedeutet zum Beispiel, wir hatten aufgrund eines Support-Cases unter anderem die Situation, dass Samsung-Devices, die unterwegs waren, trotz einer aktiven Regel, dass das Betriebssystem aktuell und dass die Applikationen aktuell gehalten werden sollen, immediately, sobald mehr oder weniger ein neues Update ausgerollt wird, dass manche der Devices diese Updates einfach nicht geholt oder installiert haben. Was am Ende sich herausgestellt hat, daran lag, dass die Android-API immer verlangt, dass man in einem WLAN ist, wenn ich eine Applikation aktualisieren möchte. Das heißt, wenn ich nie in einen Bereich mit WLAN komme, dann kann ich noch so viel Regel haben, dass die App aktualisiert werden muss. Die Android-API wird es einfach nicht ausführen. Das ist eine Beschränkung, der jedoch alle Anbieter vom Mobile Device Management unterliegen, weil, wie gesagt, die API halt einfach dahingehend nicht mehr hergibt, beziehungsweise das eben entsprechend verhindert. Wir schalten jetzt dann auch gleich um auf unseren Mobile Device Management Screen. Ich denke, Sie können jetzt alle den Browser sehen. Ich habe hier auch mittlerweile eine Frage gesehen, die hier reingekommen ist. Ich nehme an, dass sich die Frage auf den Business Container bezieht, aber auf das kommen wir dann später noch zu sprechen. Hier Frage lautet, ob man auch selektives Erlauben von diversen Bestandteilen, ob das möglich ist. Ich nehme an, wie gesagt, dass es hier darum geht, auf den Unternehmenscontainer. Beginnen wir aber von vorne. Von vorne heißt, man geht auf die ManageEngine.com. Nutzen Sie die COM-Adresse, auch wenn die englisch ist als solches. Es gibt eine DE- und AT-Adresse, die können Sie natürlich auch nutzen, wenn es um Informationsbeschaffung geht. Die Distributionskollegen aus Deutschland, die den deutschen Markt im Namen der ManageEngine betreuen, hatten sich irgendwann einmal vor langer, langer Zeit ManageEngine.at als Domäne gekrallt. Ich habe die also nicht unter meinen Fittichen. Aber am Ende des Tages sollte es natürlich so sein, dass Sie unsere werten Kollegen aus Deutschland dann entsprechend Informationen, wenn Sie Österreich-Bezug haben, an uns weiterleiten sollten. Für unseren konkreten Fall jetzt können Sie durchaus die ManageEngine.com benutzen, weil da brauchen Sie dann auch kein Formular ausfüllen, wenn Sie eine Demo-Version oder ein Trial starten möchten. Unter Produkte, Unified Endpoint Management, gehen Sie einfach auf Mobile Device Manager Plus. Und dann kommen Sie in diese Sektion, welche hier entsprechend Demos bereitstellt, Informationen bereitstellt. Es gibt unter Dokument und unter Support umfassendste Materialien. Manage Engine ist da sehr, sehr fleißig, was das betrifft. Es gibt genug Videos, Snippets, wo ich sage, was, wo macht man was, wie rolle ich ein Device aus, wie kann ich einen Applikations-Shop bereitstellen. Also gibt es einzelne Trainings-Snippets, die auch alle völlig kostenfrei abgerufen werden können, jederzeit.
Um ein Trial zu starten, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder entscheidet man sich, on-premise zu gehen oder die Cloud-Variante zu nutzen. Bei der Manage Engine ist es auch immer so, dass wenn ich weiß, wie das Produkt heißt, in diesem Fall Mobile Device Manager Plus, brauche ich nur hergehen und demo.mobiledevicemanagerplus.com eingeben und für die MSP-Edition gebe ich dann mobiledevicemanagerplus.msp.com ein. So erreichen Sie mehr oder weniger den allergrößten Teil der Manage Engine Produkte und kommen dann auf eine installierte Instanz der On-Premise-Variante. Das heißt, die ist natürlich public in der Cloud erreichbar und Sie haben hier aber mal die Möglichkeit reinzuschnuppern, ohne jetzt einen Cloud-Demo-Account öffnen zu müssen oder das Produkt ausrollen zu müssen. Also einfach Demo Mobile Device Manager Plus oder Mobile Device Manager Plus MSP.com und dann kommen Sie schon auf den Login. Man sieht hier dann auch sofort, welche Rollen hier zur Verfügung stehen. Man sieht ja auch, dass ich mehrsprachige Möglichkeiten habe. Wenn ich sage, ich hätte das Ganze gern auf Deutsch, dann ist das kein Problem und dann logge ich mich entsprechend an. Da probiert man alles aus. Wenn man dann sagt, okay, das ist mir sympathisch, das funktioniert gut, hat man immer die Möglichkeit hier zu sagen, Sign up for Cloud oder Download now und dann kriegt man die entsprechenden Möglichkeiten. Beim Sign up for Cloud ist es so, dass man hier entsprechend sich anloggt. Wir sind natürlich in der Manage Engine to Who-Welt fest verankert, authentifiziert. Daher bekomme ich dann hier sofort den Zugriff auf mein Mobile Device Management, das gehostet ist, oder ich lade mir entsprechend das Setup down. Das Produkt wird dann entsprechend geladen. Also wie gesagt, man wählt hier beim Demo-Erstellen für die Cloud-Variante auch aus, in welchem Bereich das man ist, wo man sagt Europa, dann wird das auch DSGVO-konform natürlich innerhalb des Datenschengen-Raums bereitgestellt und gehostet. Wir benutzen hier jetzt an der Stelle, an dieser Situation, die MSP-Variante. Das sehe ich eigentlich im Großen und Ganzen ausschließlich daran, dass ich hier oben überhalb der Menüzelle noch so eine kleine Komponente habe, wo steht Kunden und wo ich dann ein Dropdown habe, wo ich mir dann den jeweiligen Kunden aussuche, mit dem ich gerade arbeiten möchte. Ich habe auch die Möglichkeit, über alle Kunden entsprechend zu arbeiten. Dann verändert sich die Darstellung meiner Startseite. Ich habe dann alle Kunden gelistet. Wie viele Geräte habe ich drinnen, wie viele Geräte sind registriert, wie viele Applications sind registriert und wer ist der Super-User bei dem jeweiligen Kunden. Ich kann dann einen neuen Kunden anlegen. Aus der Kundensicht oder auch aus der Sicht, wenn ich keine MSP-Variante habe, schaut der Screen dann entsprechend so aus. Ich bin im Dashboard herinnen und sehe hier auch gleich mal den Hinweis, dass meine Mobile Device Instanz eine eher mäßige Security-Level aufweist, nämlich nur 20%, das ist ein bisschen mager, liegt unter anderem daran, dass ich hier zum Beispiel keine Multifaktor-Authentifizierung für meinen User eingestellt habe und viele andere Dinge auch nicht getan habe. Man klickt einfach auf Jetzt absichern und kriegt dann eigentlich diese Arbeitshinweise sozusagen, was denn nicht noch zu tun ist, um die Sicherheit ein klein wenig oder ein groß wenig sozusagen zu erhöhen. E-Mail konfiguriert, es gibt keine Sicherheitsrichtlinien für Kennwörter und es gibt keine Multifaktor-Authentifizierung. Ist in diesem Fall nicht relevant, ist nur eine Demo hier, die wir hier benutzen. Die haben wir auch gestern ausgerollt, wie man sieht, one day ago, Mobile Device hinzugefügt. Ich habe hier ein eher älteres Gerät genommen, das hier entsprechend für unsere Testzwecke hier zur Verfügung stellt. Das ist ein bisschen auch schon aus 2018 oder so irgendwie mit einem wirklich alten Android, um aber auch belegen zu können, dass auch ältere Devices hier super gemanagt werden können. Ich habe dann hier in dem Fragenbereich dann noch, wie gesagt, wir haben jetzt das Container-Thema, wo die Frage gestellt worden ist, eine neue Frage habe ich auch.
ob es bei der Manage Engine ein GUI für alle Lösungen zum Beispiel gibt. Wir haben hier, das lässt sich nicht hundertprozentig mit Ja beantworten. Also es gibt natürlich pro Themenbereich, wenn ich sage Endpoint Management, gibt es diese sogenannte Premium-Lösung. Also das wäre in dem Fall Endpoint Central. Da habe ich dann natürlich nicht 15 Komponenten, die ich aufmachen muss, sondern im Endpoint Central ist die Menüstruktur so gestaltet, dass ich Mobile Device Management halt als einen dieser vielen Menüpunkte und Funktionspunkte habe. Und das passiert auch alles in derselben Oberfläche. Bei der Manage Engine ist es ohne dies so, dass die Produkte alle gleich ausschauen. Das ist das Schöne daran. Der Hersteller ist einer der wenigen, die mir nur geläufig sind, der so gut wie alles selbst entwickelt. Ist ein großes Unternehmen, die kennen das. Und dadurch können die Produkte untereinander sich laufend austauschen, sind immer kompatibel untereinander und haben natürlich alle dasselbe Bedienkonzept und auch annähernd dieselbe visuelle Darstellung. Bei manchen Produkten, wie zum Beispiel dem Op-Manager, ist das nicht ganz so trivial, da der technisch hochkomplex ist. Da schaut das Produkt dann teilweise ein bisschen anders aus. Aber bei allen anderen Lösungen, das heißt Endpoint-Management, AD-Manager und so, haben Sie mehr oder weniger einen sofortigen Wiedererkennungseffekt, was diese grafische Oberfläche betrifft. Alle Lösungen, auch das MDM, haben mehr oder weniger ein oder mehrere Dashboards, wo ich als Techniker sozusagen mal einen ersten Eindruck gewinne, mal drüber schauen kann, passt alles soweit, ist alles gut. Ist in dem Fall auch im Großen und Ganzen so gegeben, habe aber auch nur ein Device momentan herinnen. Ich bekomme hier auch immer wieder so kleine Tipps und Hinweise, was man denn jetzt noch machen könnte oder neue Funktionalitäten, Self-Enrollment via Azure, Okta oder G Suite. Das ist auch eine eher neu dazugekommene Funktionalität. Das ist sehr praktisch in M365. Ich kann hier mein M365 mit Mobile Device Manager verbinden. Und wir wissen ja, dass wir in Outlook diese Mobile Devices mehr oder weniger approven müssen, wenn ich darauf Zugriff haben möchte über Outlook vor Android zum Beispiel. Ja. Und die Manage Engine kann diese Daten auslesen und die Mobile Devices dann ins Management hier in die Plattform hineinbringen. Das ist ein neuer und sehr praktischer Weg, Mobile Devices ins Management zu übernehmen, aber es gibt da ein halbes Dutzend andere Varianten auch noch. Was auch immer sehr schön ist, bei allen Oberflächen und Plattformen der Manage Engine, ich habe hier herunten immer so ein kleines Sofort- oder Schnellzugriffs-Pane, welches mir so FAQs, Quick-Tipps und so weiter bereitstellt, die hier auch in gewisser Weise kontextsensitiv sind. Wenn ich auf der Dashboard bin, meine Techniker hinzufügen, APN-Zertifikate, die brauche ich für die Apple-Welt in erster Linie. Wie mache ich das? Wie kann ich ein Gerät anmelden? Wie kann man Profile und Gruppen verknüpfen und so weiter? Auch immer sehr schön, Manage Engine, der Hersteller ist sehr, sehr offen seinen Anwendern gegenüber. Man kann hier einen Release-Plan an und für sich immer einsehen und da darf man auch Kommentare hinterlassen, man darf auch selbst Wünsche hinterlassen und man kann hier bei den einzelnen Vorschlägen der Anwender-Community mitvoten und erhöht dann möglicherweise die Umsetzung eines Features, welches mir selbst zum Beispiel auch sehr gut gefällt, wo ich sage, okay, das könnte ich auch gut brauchen. Ja. Da votet man dann entsprechend mit und dann rutscht es wahrscheinlich auch eines Tages einfach näher zur Umsetzungsphase dazu. Die Produkte leben alle sehr stark. Es gibt zyklisch sehr häufig oder sagen wir mal häufig Aktualisierungen mit neuen Features, mit Security Fixes und Updates. Manage Engine ist da sehr, sehr erpicht darauf, hier das Produkt oder alle Produkte entsprechend immer gut leben zu lassen. Ist ja auch wichtig. Das ändert sich immer permanent. Wir wissen das alle. Es gibt ja diesen Spruch, den habe ich neulich wieder gehört und der hat mir sehr gut gefallen. Das einzige Beständige in der IT ist die Veränderung. Und das gilt natürlich auch für die Lösungen, die diese Problematiken aufgreifen und hier eben entsprechend Workarounds, Tools und
Lösungen bieten, um das ganze Thema anzugehen. Ja, also hier habe ich mein Dashboard, hier sehe ich, was auch noch für sich Sache ist. Das Schöne daran ist, diese Dinge sind ja immer interaktiv. Das heißt, ich möchte zum Beispiel Anwendungen, wenn ich blacklisted Anwendungen habe, in dem Fall nicht, kann ich da draufklicken und komme dann gleich in die richtige Funktionalität hinein, die mir anzeigt, was sind denn die white gelisteten oder black gelisteten Applikationen. Und ich kann hier dann unmittelbar sofort eben Aktionen setzen. Wenn ich sage, diesen Google Play möchte ich auf keinem meiner Geräte haben, dann kann ich die zum Beispiel für alle Geräte oder für bestimmte Gruppen oder Geräte auf meine Blacklist setzen. Dann können diese Produkte oder diese Applikationen, wenn sie schon drauf sind, zumindest nicht mehr abgerufen werden. Und wenn sie noch nicht drauf sind, können sie natürlich auch erst einmal gar nicht installiert und ausgerollt werden. Dem konkreten Beispiel hier, es ist wahrscheinlich ein sehr schlechtes Beispiel, das Blacklisten, weil dann geht nämlich wahrscheinlich das halbe Telefon oder wahrscheinlich sogar das ganze Telefon nicht mehr. Wir sehen hier auch die Manage Engine Applications, die wir brauchen für iOS und für Android. Ich sehe auch immer hier die Anzahl, wie oft kommt das in meinem Environment sozusagen vor. Kann da wieder kontextsensitiv draufklicken und sehe dann die Liste an Geräten, die diese Applikation benutzen. Wenn man das Gefühl hat, dass man sich durch die diversen kontextsensitiven Links irgendwann einmal verfahren hat, habe ich natürlich immer die Möglichkeit, über die Menüs dann quasi wieder ins Root sozusagen der Verknüpfungen zu gehen oder über das Side-Panel mir einzelne Informationen abzurufen. Wir haben hier nur ein Gerät im Mobile Device Management drinnen, reicht für die Demo momentan und das wird mir hier auch entsprechend aufgelistet. Ich sehe hier eine Übersicht, dieser Android in der Version 7. Ich habe ein zweites Gerät. Ich benutze persönlich eigentlich immer ganz gern original Google Devices, also Nexus zum Beispiel, wie hier in diesem konkreten Fall, oder die Pixel Devices. Ich habe dieser Tage erst die Version 14 auf meinen Pixel bekommen. Also da sind wir schon richtig weit weg mit diesem 7er. Es wird aber immer noch unterstützt im Management. Ihr braucht dann da bloß draufklicken auf den jeweiligen Device und bekommt dann natürlich alle Informationen, die irgendwie auf eine Art oder Weise erhoben werden konnten. Vom Speicher angefangen über welche Mobilprovider ist hier, welche MAC-Adressen habe ich, ist Roaming eingeschalten, ja oder nein. Was für Gerätemodelle ist das, welche E-Mail-Nummer hat das, das ist sehr wichtig, welcher Hersteller, welches Android, wann war das letzte Security-Update, wie gesagt, das war 2018, in dem Fall ist es geroutet, ist der Speicher verschlüsselt und viele andere Informationen und Punkte, die ich hier auslesen kann, das Ganze auch noch in den Details, wie die Seriennummer des Devices und vieles mehr. Ich habe hier die Möglichkeit, mir zum Beispiel auch noch eigene Aktionen, also eigene Datenfelder hinzuzufügen, um zum Beispiel zu sagen, okay, wie lange läuft dieser Vertrag oder wann ist die Garantie für dieses Device aus und so weiter. Und kann das dann über Berichte zum Beispiel auch mit auswerten und mitverfolgen, dass ich halt sage, meine Devices werden nach 3 Jahren ausgeschieden. Dann mache ich mir entsprechend einen Timestamp auf die jeweiligen einzelnen Geräte und mache mal zyklisch einmal im Monat zum Beispiel einen automatischen Report, der mir die in Kürze fälligen Devices dann ausweist. Die Applikationen, die auf diesem Device drauf sind, die Zertifikate, die auf diesem Device drauf sind, ob es irgendwelche Profilbeschränkungen gibt und da kommen wir dann auch schon zu diesen Konfigurationsmöglichkeiten, die ich bei den einzelnen Geräten habe. Immer beachten, dass ich natürlich nur konfigurieren kann in einem MDM, was mir die API auch hergibt. Das liegt innerhalb von Android auch sehr viel und sehr stark an der jeweiligen Version, die benutzt wird. Und bei Apple ist, wie gesagt, dieser Pool an Konfigurationsmöglichkeiten auch ein völlig anderer, wie es in der Android-Google-Welt möglich ist. Ich sehe hier aber sofort auf einen Blick, was kann denn dieser User, welche Profile sind hier ausgerollt und was wird über diese Profile eben entsprechend justiert. Ja,
Darf ich zum Beispiel marktfremde Apps installieren? Ja, nein, das ist definitiv auf Nein. Ist Google Play Protect aktiviert? Das ist hier sozusagen nicht konfiguriert, das heißt, es obliegt dem lokalen Anwender, ob er das haben möchte oder nicht. Und wenn es grün gehackelt ist, dann ist konfiguriert und freigegeben. Man kann hier viele Dinge konfigurieren, das sieht man hier. Ich zeige dann auch gleich, wie das mit dem Konfigurieren funktioniert. Ich habe da Historien, Alarmierungen, wann irgendwelche Regeln gebrochen werden und so weiter. Und auch sehr wichtig, ich hatte gestern mit dieser Installation schon eine Demo, daher ist diese Standardverfolgung auch bereits aktiv. Ich sitze hier in St. Florian im Büro, im Technologiezentrum, Bummerin Platz 5. Man sieht das hier auch ganz konkret. Es stimmt bis auf, ich würde sagen, 15 Meter auch ganz genau, wo wir hier in welchem, wir sagen Gebäude Nummer 5, das ist dieses Gebäude hier, da sitze ich. Und da ist auch im Prinzip Folgendes wichtig, wenn ich Mobile Device Management ausrolle, das ist ein Datenschutzthema natürlich, dann ist das Geo-Tracking, so nennt sich das, natürlich grundsätzlich einmal inaktiv. Dass man sich dann ganz bewusst durch mehrfache Klicken und Bestätigen prinzipiell aktivieren und dann beim jeweiligen Device auch noch einmal entsprechend aktivieren. Es gibt dann mehrere Methoden. Es gibt natürlich die Methode Geotracking Nein. Ja. Dann gibt es die Methode Geotracking Ja, aber nur wenn im Verlustmodus. Das heißt, mein Anwender informiert mich, dass er sein Telefon nicht mehr finden kann oder dass er es im Zug liegen lassen hat oder was auch immer. Dann habe ich die Möglichkeit, dieses Geotracking temporär einzuschalten. Das ist dann diesen Verlustmodus aktivieren. Das sieht man hier. Verlustmodus aktivieren. In diesem Verlustmodus wird dann zum Beispiel auch eine Telefonnummer und ein Text meiner Wahl auf dem Gerät angezeigt und ansonsten wird das Gerät vollkommen gesperrt. Da steht dann zum Beispiel, dieses Gerät wurde verloren, bitte geben Sie es an den Besitzer mit einer Telefonnummer. Hier ist noch ein Button, anrufen, ja, der wählt dann genau diese Telefonnummer. Das kann ich zum Beispiel anbieten. Falls das nicht reicht oder wenn sich da tatsächlich niemand meldet, dann habe ich die Möglichkeit, die Daten auf dem Handy zu wipen, also zu löschen. Das betrifft aber jetzt nicht nur Handys, das geht natürlich auch mit Surface Notebooks und so weiter, also alle Mobile Device Geräte, die hier drinnen sind. Da das hier ein Bring Your Own Device ist, also ein Device, welches einen Privatanteil hat, habe ich hier ausschließlich die Firmendatenlöschung. Das heißt, nur der Unternehmenscontainer wird hier gekillt, quasi die privaten, persönlichen Informationen bleiben am Telefon erhalten, beginnen von den Fotos über alle Einstellungen und so weiter. Aber auch beim privaten Handy kann ich natürlich diesen Verlustmodus aktivieren, um auch meinem Kollegen, Mitarbeiter oder so eine gewisse Privatsphäre für sein verlorenes Telefon anbieten zu können als Feature. Habe ich ein Company Phone, hätte ich hier jetzt sozusagen die Möglichkeit, das Mobile Device komplett zu wipen. Das heißt, das wird dann einfach zurückgesetzt. Dann ist natürlich aber auch der Fakt gegeben, also das heißt, das mache ich natürlich nur dann, wenn ich das Device mental sozusagen komplett abschreibe, weil wenn ich das Device komplett wipe, fällt es natürlich auch aus meinem Mobile Device Management heraus. Es ist dann auch Manage Engine MDM ab mehr drauf und ich habe kein Geotracking mehr und weiß nichts mehr. Das wird dann mehr oder weniger ausgeschieden. Kann aber auch nur die Daten löschen und das Handy weiterhin hier verfolgen, dann bleibt man die MDM ab erhalten. Das soweit zu den Informationen zu den Devices als solches. Wie bringe ich jetzt so ein Gerät in mein Mobile Device Management? Das Schöne an der ganzen Sache ist, wenn ich leer beginne, dann gibt es diesen Starting Wizard über die Rakete, welcher mir am Anfang einmal ein bisschen hilft, mein erstes Device onboarden zu können, damit man da nicht ganz ratlos sozusagen vor einem leeren Mobile Device Management steht. Da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Gerät registrieren, Profil konfigurieren, App konfigurieren, verknüpfen und verteilen. Ja. Das schaut das so entsprechend aus, dass ich
Manage Engine arbeitet in all seinen Produkten, auch Endpoint Central zum Beispiel und so weiter, immer mit sogenannten Profilen oder Richtlinien, ja, die ich dann auf ein einzelnes Gerät oder auf Gruppen oder auf andere Ebenen sozusagen ausrolle. Das ist sehr praktisch. Nehme ich dann ein einzelnes Gerät aus einer Gruppe raus und gebe es in eine andere Gruppe rein, bekommt es automatisch die für diese Gruppe geltenden Richtlinien und Profile. Ich kann hier so entsprechend Gruppen anlegen und dann jeweils Mitglieder in diese Gruppen geben. Und sehr spannend ist natürlich dieses Profilmanagement, mit der ich die Devices dann entsprechend konfiguriere. Es gibt Nano, natürlich technisch bedingt für die verschiedensten Mobile-Betriebssysteme, verschiedenste Profile. Wie gesagt, Android, iOS unterscheiden sich da ja doch gravierend, ebenso wie Windows. TVOS natürlich, macOS für MacBooks. Hier kann ich dann jeweils verschiedenste Sachen, die mir das Gerät anbietet, konfigurieren. Hier wäre es dann auch so, dass ich mir ein Android-Profil, ein iOS-Profil mache, je nachdem, wie viele von diesen Betriebssystemen ich halt im Unternehmen habe. Ich kann auch mehrere Profile machen, um hier ganz gezielt bestimmte Topics abzudecken und dann mehrere verschiedene Android-Profile auf eine Gruppe zuweisen, um hier beim Anpassen eines Profils zum Beispiel ein bisschen flexibler zu sein. Da muss man ein bisschen Erfahrung reinwerfen, sozusagen in diese Profilgestaltung, aber im Großen und Ganzen sieht das zum Beispiel so aus. Ich sollte diesem Profil natürlich einen vernünftigen Namen geben, belasse es jetzt aber einfach einmal auf mein Profil 2. Und dann sehe ich hier über die linke Menüleiste hier, welche Möglichkeiten ich hier habe, um mein Profil zu gestalten. Und da ist mehr oder weniger wirklich alles drinnen. Security Code, also wie entsperre ich das Device. Und hier haben wir immer Arbeitsprofil oder das ganze Gerät. Also Business Container sozusagen, also dieser logische Container oder auf das ganze Device. Hier wäre es dann, würde es sich zum Beispiel schon anbieten, ein Profil zu machen für Company-Owned und ein Profil zu machen für Bring-Your-Own-Device, die zum Beispiel diese Sicherheitsvorgaben konfiguriert. Es wird dann das richtige Profil angewendet, das dann natürlich auf das jeweilige Device passt. Was wir hier auch immer sehen, weil Mobile Device Management immer sehr komplex ist und ich sehr, sehr, sehr viele verschiedene Devices, sehr viele verschiedene Betriebssysteme und Versionen finde. Ist ein bisschen schwieriger als bei Windows, wo es heute mal Windows 10, Windows 11, Windows XP vielleicht noch gibt. Ja. Hier habe ich sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten und da gibt es immer kleine Randnotizen, was, wann, wie funktioniert. Also da haben wir als Voraussetzung zum Beispiel die Passcode-Komplexität zu definieren, braucht man mindestens Android 12 und für Android 11 oder weniger gibt es andere Konfigurationsmöglichkeiten. Also je nachdem, was dann auf dem Device zutrifft, kann ich aber alles im selben Profil konfigurieren. Das braucht zum Beispiel mindestens 8 und hier sehen wir ein paar Symbole dazu. Kennwortrichtlinie erzwingen nach so und so viele Stunden. Das geht zum Beispiel nur mit Samsung Devices oder mit Android Devices ab Version 6, wenn man Business-Gerät hat und ab 7, wenn man ein Company-Gerät hat, zum Beispiel. Das ist mehr oder weniger ein wenig der Nachteil für diese Flexibilität, die ich im mobilen Bereich an und für sich habe. Als Unternehmer ist es natürlich, kann ich mir das Leben sowieso erleichtern, indem ich halt mehr oder weniger auf einen Hersteller setze und schaue, dass meine Devices immer alle annähernd einen ähnlichen Stand haben, dann muss ich da auch nicht so ins Kleindetaillierte hineingehen. Konfigurieren kann ich mehr oder weniger alles. Das beginnt Funktionsumfang des Gerätes, diesen Screen, den wir hier auch gesehen haben, was Beschränkungen und so weiter betrifft. Ich kann die Kamera vom Sperrbildschirm aus aufrufen, ja oder nein. Es lässt sich alles bis ins Kleinste detailliert konfigurieren.
sehr interessant an dieser Stelle, weil es würde jeden Rahmen sprengen, hier jetzt von unserer Präsentation auf die einzelnen Funktionen einzugehen. Sehr spannend ist dieser sogenannte Kiosk-Modus, den benutzen sehr, sehr viele Anwender, die zum Beispiel im Bereich Zustelldienste und so weiter tätig sind oder die im Bereich Schauraum tätig sind. Das heißt, wenn ich jetzt einen Schauraum habe, wo ich Mobilgeräte ausstelle, dann wird sehr häufig dieser Kiosk-Mode eingeschaltet, wo ich einen Einzel-Up- oder einen Multi-Up-Modus habe, wo ich wirklich ganz konkret definiere, welche Anwendungen dürfen auf diesem Gerät arbeiten. Wenn es ein Einzelmodus ist, ist es quasi, da rennt in der Regel irgendeine Demo, Präsentationsshow und so weiter. Und die kann man dann auch nicht beenden, bis ich das hier entsprechend hier konfiguriere. Bei Zustellservice-Mitarbeitern ist es in der Regel dann so, dass man zum Beispiel diese Scanning- und Ausliefer-App hier als Einzelmodus auf dem Mobildevices laufen hat. Früher hatten die meisten Zusteller dann irgendwas ab Scion oder ein anderes Spezialgerät mit Barcode-Scanner oder so irgendwas. Das hat sich in der Zwischenzeit, insbesondere weil halt diese Mobildevices auch schon sehr, sehr preislich günstig geworden sind, hat sich das geändert. Und da nehme ich dann den Kiosk-Modus, habe diese einzelne Applikation und benutze ausschließlich diese. Also man kann hier wirklich alles konfigurieren, was man zum Beispiel auch sehr schön konfigurieren kann, präkonfigurieren kann, ist die WLAN, SSIDs, Zugänge und so weiter bereits vorbereiten. Und wenn dann ein neues Device bei mir im Management aufschlägt, schiebe ich es in eine Gruppe und es bekommt automatisch all diese Konfigurationen, die ich in meinem Profil voreingestellt habe. Wie kann ich jetzt so ein Gerät onboarden, prinzipiell, nachdem ich meine Profile konfiguriert habe? Ich gehe einfach im Menü auf Registrierung und dann habe ich die Möglichkeit, ein neues Gerät zu registrieren. Das kann ich hier mit der Hand machen, dass ich halt sage, okay, ich habe ein neues Android-Gerät. Gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das zu onboarden. Mit einem Token. Das heißt, da muss ich aber schon eine Möglichkeit haben, einen QR-Code-Scan zu machen. Ältere Geräte, da kann Google QR-Codes nicht auslesen. Ich kann zwar fotografieren, aber da steckt dann nichts dahinter. Es gibt auch eine Zero-Touch-Registrierung. Da steht auch, das brauche ich ab Android 9. Wäre das funktionell? Dazu brauche ich dann zum Beispiel eben spezielles Google-Konto, wo ich meine E-Mail-Nummern erfasse, die ich mir beschafft habe. Und wenn dann bei Google geht, das Telefon meldet sich ja zuerst einmal zu Hause bei seinem Hersteller, wenn es eingeschaltet wird, und fragt dort, hast du irgendwelche Aufgaben für mich? Mit diesem Zero-Touch registriere ich meine E-Mail-Nummern und sage der Google-Plattform, geht auch bei Apple, was dann zu tun ist, in dem Fall nämlich Mobile Device Management von Manage Engine mit dieser und jener Konfiguration installieren, ausrollen, fertig. Ja. Auch die Telefonprovider machen das genauso mit dieser Zero-Touch-Registrierung. Diese E-Mail-Nummern, die jeweilige, keine Ahnung, Hartlauer etc., T-Mobile und so weiter im Portfolio haben. Die werden beim Hersteller registriert und dann entsprechend, wenn der Anwender das erste Mal einschaltet, dann werden halt dann T-Mobile App, also Magenta App und so weiter, automatisiert installiert. Das greift vor Auslieferung ab Werk kein Mensch an. Das funktioniert alles über diese Provisionierung hier. Für Samsung gibt es da eine eigene Plattform, das ist das Samsung Knox. Funktioniert hier aber im Prinzip ähnlich, nur dass ich halt ein eigenes Samsung-Konto brauche, das Knox enabled ist. Dann registriere ich meine Samsung-Devices über diese Knox Mobile-Registrierung und dann kann ich die Profile entsprechend registrieren. Es gibt auch NFC-Möglichkeit, dazu brauche ich dann noch ein kleines Tool bei mir auf der Workstation. Da muss ich das Gerät allerdings dann tatsächlich bei mir auspacken, einschalten und NFC aktivieren, damit ich hier ein Rollout bekomme. Managed Google Play geht auch, brauche ich auch ein Google-Konto, ein Google Workspace-Konto dazu
Oder was sehr einfach ist, die einfachste Variante. Ich konfiguriere meine Manage Engine Mobile Device Management ab und versende das einfach zum Beispiel als E-Mail oder als SMS an die jeweiligen Devices. Das ist insbesondere dann schlau, wenn ich Bring Your Own Devices habe, die bereits aktiven Betrieb sind. Also da erreiche ich natürlich mit einem Zero Touch überhaupt nichts, weil dieses Gerät ist ja bereits aktiv. Zero Touch funktioniert nur dann, wenn das Gerät neu ist. So kann ich das zum Beispiel machen oder ich lasse den Anwender den QR-Code scannen oder. Es gibt da viele Möglichkeiten. Selbiges natürlich bei Apple. Hier auch wieder, hier brauche ich im Prinzip dieses Apple-Enrollment. Ich brauche dazu aber, das ist ein bisschen komplexer, ich brauche dazu entsprechende Zertifikate dazu. Dann muss ich in diesem Apple-Enrollment-Programm Mitglied sein. Dann kann ich das ähnlich machen, wie ich das bei Google kann. Habe aber auch die Möglichkeit, mir die App entsprechend zu laden und zu installieren. Ist aber wichtig, dass die Devices entsprechend im Idealfall nicht jailbreaked sind. Windows 10 dieselbe und bei Chromebook ist es ein bisschen einfacher. Wenn dann diese Devices entsprechend angemeldet sind, sozusagen, dann sehe ich hier unter Registrierung ausstehend zum Beispiel Einladungen, die ich verschickt habe. Und da kann ich dann auch kontrollieren, ob die Anwender oder die Besitzer des jeweiligen Mobildevices dann das auch schon getan haben oder noch nicht. Ansonsten kann ich diese Einladung erneut verschicken und dann gehe ich am heute so lange auf die Nerven, bis er das dann endlich tut. Das sehe ich hier. Ich kann auch von dieser Stelle aus nochmals Einladungen für die jeweiligen Device-Typen verschicken. Dann landen die da hier und werden monitort, bis sie dann die Mobile Device Management App haben. Dann werden sie automatisch ins Verwaltet geschoben. Und ich setze dann dieses Gerät entsprechend in eine Managementgruppe hinein, damit er dann die jeweiligen Profile bekommt. Ja, man sieht hier im Prinzip dann diese Plattformen, die wir waren in den einzelnen Devices, waren wir schon drinnen, wo ich gesagt habe, okay, wie ist das konfiguriert, wie sind die Profile, Geotracking, was vielleicht auch noch relativ interessant ist bei diesem Geotracking, ist die Funktionalität des Geofencings. Das benutzen auch die einen oder anderen Menschen. Das geht über die Geräteverwaltung. Hier habe ich die Möglichkeit, muss das Geotracking natürlich aktiviert sein. Dann kann ich zusätzlich noch sagen, mein Mobildevice hat gewisse Funktionalitäten, wenn es sich innerhalb von Österreich aufhält. Jetzt ins Ausland. Dann erlaube ich zum Beispiel nicht mehr YouTube zu streamen in der Freizeit. Das ist zum Beispiel für einen LKW-Fahrer ganz interessant, der halt sich innerhalb meines Bereiches, des Arbeitsbereiches mit seinem Gerät frei tun lassen kann, was er will. Und wenn er dann ins Ausland, keine Ahnung, in die Türkei oder nach Rumänien oder was am Wochenende zu seiner Familie fährt, dann kann ich mit einem Geofencing dann zum Beispiel verhindern, dass er hier exzessiv Roaming-Datenvolumen auf Kosten der Firma verbrennt. Ja, wir sind im Prinzip zeitlich dort, wo wir angesetzt haben. Es gibt noch viele Kleinigkeiten und Großigkeiten sozusagen, die man hier an dieser Stelle erwähnen könnte. Unter anderem ist noch interessant das Berichtewesen. Hier kann ich mir Berichte saugen, dass man sagt, gibt mir halt einfach, wie eingangs erwähnt, alle Devices, die jetzt aus meiner Sicht End of Life erreicht haben, kriegt man diese Reports. Man kann sich Berichte auch zyklisch erstellen. Das heißt, ich möchte einen bestimmten Zeitplanbericht, dann klappe ich diesen Bericht auf, das möchte ich in meinem Report drin, das möchte ich in meinem Report drin haben und das. Und dann gebe ich eine Zeitkonfiguration, wann, also zum Beispiel jeden Freitagnachmittag, dieser Bericht gerendert werden soll und wo der dann hingeschickt werden soll. Einen Zeitplan konfigurieren, das kann man dann täglich, wöchentlich, monatlich entsprechend definieren. Das wird dann automatisiert.
Und im Administrationsbereich sind natürlich die üblichen zu erwartenden Konfigurationsdinge drinnen, wie automatischer Gerätescan, Standardverfolgung, ja, nein. Das ist das, was Sie aktivieren müssen, wenn Sie Geotracking nutzen möchten. Mein Google Play Account managen, wie möchte ich den Layout von meinem Applikationsstore haben und viele weitere Dinge. Ja, ich habe jetzt da noch kurz gecheckt nebenbei die Fragensektion, sehe hier aber keine neuen Fragen mehr auftauchen. Das Thema zum, ob ich selektiv in den Unternehmenscontainer filtern kann, ist wahrscheinlich mit Ja, kann ich beantwortet, je nachdem, wie das Profil ist. Da kommt es aber, wie gesagt, auch immer darauf an, was für Art Device ich habe. Ja, ist es Android, ist es iOS und so weiter. Das ist nicht bei allen Devices immer identisch gleich, ja, weil die API das eben vielleicht nicht hergibt. Kann man sich aber definitiv konkret anschauen. Ist ja relativ leicht zum Anschauen, weil ich gehe einfach in meine Geräteverwaltung, mache mir so ein Profil und dann schaue ich, ob ich hier vielleicht Business Container oder das Gesamtgerät sozusagen das fein justieren kann. Gut, Sie haben unsere Kontakte ja quasi mehr oder weniger Nestec, Alexander Schaff, und ich würde sagen, ich wünsche Ihnen jetzt und hier an dieser Stelle guten Appetit. Es ist 12 Uhr. Einen schönen Freitagnachmittag, ein geruhsames Wochenende. Vielleicht geht es sich in Ihrer Region, wo Sie sind, schon aus, dass Sie das erste Mal heuer langlaufen gehen, weil offensichtlich naht der Winter ja mit großen Schritten, so wie es aussieht. Danke nochmal für Ihre Zeit. Und wir werden diese Themenreihe Manage Engine Schwerpunkt natürlich fortsetzen. Sie erhalten dann, wie schon hier in diesem Fall passiert, entsprechend eine Einladung mit einer kleinen Vorlaufzeit. In diesem Sinne, danke sehr, schönes Wochenende.